Wenn wir jetzt alle einzeln hier haben, es ist... Okay. Ja gut, zum Glück müssen wir das Ding nur einmal bauen. Also normalerweise würden wir es zweimal bauen, weil er dann Wasser zu Salzwasser verarbeitet, das zu Lithium dann. Über eine weitere Maschine noch, die wir dann später brauchen. Aber ich mache das jetzt alles über eine, das geht auch. Dauert ein bisschen länger, aber ist völlig Banane. So. Dann brauchen wir die. Was brauchen wir jetzt dafür? Drei Eisen, zwei angereicherte Legierungen, das kriegen wir gerade noch so hin. Das ist so. Zwei heißt acht Eisen. So. Acht Redstone nochmal. So. Geht der ratzfatz durch jetzt, dadurch, dass wir die Anlage frisiert haben. Geht das jetzt der Knackikowski hier? So. Da. So, da. Fortgeschritten. Hallo. Ich hole mir das Rezept jetzt aber. Oh, geht wieder nicht. Na ja, klar. So. Na ja, klar, dass das wieder nicht geht. Na ja, gut. So, einmal die vier Generatoren. Und dann können wir die Anlage auch schon in Betrieb nehmen, sofern jetzt das Wetter nicht so beschissen wäre hier. Reicht das schon? Zählt schon als Nacht? Jawohl. Gleich mal einen Regen überspringen hier. So, was wir da noch brauchen, ist eine kleine Pumpe, die uns einfach nur hier Wasser da reinzieht. Denn wir brauchen Wasser, um die Anlage zu betreiben. Das verdampft dann zu Salzwasser oder wird zu Salzwasser verarbeitet. Ja. So, Pam 1, Pam 2, Pam 3 und Pam 4. So, kling. Jetzt hat man die runden Funken gesehen. Anlage ist komplett. Heizt sich jetzt auch schon auf. Produziert im Moment aber noch gar nichts, weil noch nichts drin ist. So. Das machen wir aber ganz unkompliziert. Das muss ich mal gucken. Gab es diese einfache Pumpe hier? Ja. Da brauchen wir nämlich nicht viel Zeug für. Hier brauchen wir einfach nur Glas. Das haben wir schnell zusammen. So. 16 Glas. Kurz zwei Tanks bauen. Zack. Gibt zwar jetzt gleich wieder Stau hier, aber das ist egal. Er löst sich auch wieder. Das passt schon. So, hier können wir mal kurz... Blöps. So. Kurz ein bisschen entrümpeln hier. Truhe, genau. So. Gut. So, was brauchen wir noch? Pumpe. Ein Eimer, Redstone, vier Eisen. Das kriegen wir auch noch hin. Eimer. Ein Redstone. Halt vier Eisen. So. Und... Ein Eisenzahnrad. Kriegen wir auch hin. Das soll das Problem nicht werden. Da pumpen uns dann einfach nur Wasser raus, in die Anlage rein und fertig. Mehr macht er nicht. So, also die Pumpe. Mehr stellt ihn nicht an. Ja, werden wir später aber auch für RF-Dimensionen nehmen, wo wir Flüssigkeiten haben, weil die Pumpe halt wirklich bis auf 0 Level runter kann und nicht irgendwo Blöcke durch Steine ersetzt oder sonst was. Die Enderpumpe macht das leider, die ersetzt alle Blöcke 1 zu 1 durch Steine, so wie das die Ender Quarry macht, und dann alles durch Erde ersetzt. Das ist sehr nervig. Deswegen, ja, machen wir das so. So, zack, Pumpe fertig. So, Flüssigkeitsleitungen brauche ich noch. Haben wir keine Fluidducts mehr? Doch, da haben wir sie doch. 5 reicht locker. Reicht dicker aus. So, ein Servo brauchen wir aber noch. Gerne einen etwas schnelleren. Gerade das Glas, Eisennuggets, Elektrum, Redstone. Haben wir noch? Genau eins. Wunderbar. Zwei Eisennuggets. Wenn wir nochmal machen. Redstone, Elektrum. Halt. Da. So. Nuggets, zack. So, darf gerne ein schnellerer sein. Weil die Anlage frisst das Wasser nachher.
wenn die mal auf Hochtouren läuft. Deswegen, ja. So, jetzt bräuchte ich noch. Den Tank brauche ich gar nicht. Warum bin ich denn eigentlich dabei? Brauche ich überhaupt nicht. Pumpe, das. Servo, Kabel, ja. So, Nuggets weg, Redstone weg, ich brauche nur ein Servo. Und dann packen wir kurz in die Kiste, so. Tank weg. Brauche ich irgendwas gerade zum Ranbauen, damit wir die Pumpe hier zwei Block weit setzen können. Damit das mehr rauszieht. So, genau, dann können wir sie hier nämlich dran packen. Dann kommt der Fühler nämlich weit genug runter. Blöps. So. Noch hat es ja keinen Strom, deswegen passiert das auch noch nichts, aber die klemmen wir einfach hier kurz an die Solaranlage mit an. Döp, 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 döp. Döp. So. Servo. Nicht absaufen. So, kein Redstone-Signal. Strom. Müssen wir mal kurz verdrahten. So. Nee, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Da reichen wirklich die kleinsten Kabel. Die reichen dafür völlig aus. Blei, Redstone, ein Glas, so. Da reichen die kleinsten Kabel für aus. Da müssen wir gar nicht viel machen mit. So, wie viel kriegen wir da? 6. Oh. Nee, 6 Kabel reichen da nicht. Sechs Kabel reichen ja nicht. Gut, machen wir nochmal ein Glas, ist ja egal. Platte. So, zur Not zerlegen wir die Kabel später wieder. Die können wir auch wieder zum Teil durch den Pulverisierer jagen und wieder einen Teil der Rohstoffe rausziehen, die wir dafür vercraftet haben. Also alles Taco. Ja, geht nichts verloren. So, hier mal noch kurz, zack. Ja, kriegst du gleich wieder Stau, ist in Ordnung. So, jetzt darfst du wieder reinschieben. Gerade noch mal Gäbelchen machen. So, zack. Na, passt doch. So. Hopp, hopp. So, Anlage an Strom. So. Die Solaranlage produziert so viel Energie, das kriegt die Pumpe gar nicht weggefressen. Aber hier kommt Wasser rein, wie man sieht. So, aber wie man sieht, es kommt viel zu wenig Wasser da rein. So, wenn wir jetzt mal gucken am Controller. Das Wasser wird gar nicht voll hier. 6 Millibuckets pro Tick produziert er. Geht schneller wie erwartet, okay. Hat jetzt natürlich aber auch schon eine gute Temperatur. Dissipation. 100, fast 134 Mikrokelvin, Millikelvin pro Tick. Ja, das ist natürlich eine Hausnummer, klar. Der frisst uns hier gerade die Haare vom Kopf. Was zum Überlegen, eine zweite Pumpe reinzuhängen, weil die kriegt das ja gar nicht umgeknöttert hier. Saugeil. Ach, jetzt weiß ich, für was ich einen Tank dabei hatte. Genau. So, müssen wir aber noch mal kurz was basteln. Und zwar, mir fällt gerade auf, ich bin immer noch nicht am Bauen. Ja, oh Gott. Meine Aufnahmeplatte ist fast voll. Scheiße. Oh, jetzt wo ich so Bock habe, das ist ärgerlich. Naja gut, steck's ja nicht drin. So. Ich habe mir extra jetzt auf dem zweiten Bildschirm den Ordner hingepackt, also den Arbeitsplatz, die Übersicht für die Laufwerke und habe jetzt gerade mal aktualisiert. Ja, kommen wir nicht mehr sehr weit mit, aber okay. Berufsrisiko muss man durch, habe jetzt die letzten zwei Tage, also gestern und heute doch sehr viel aufgenommen. Dementsprechend läuft es ein bisschen voll. So, Fluidux wollte ich noch machen. Und eine zweite Pumpe. Fluidux. Basisfluidtank. Ja, nee. Da. Nee, ganz einfache. Völlig unkomplizierte. Wo sind die Standard 0815? Was sind die denn?
Hä? Ach nee, die Standard waren die Item Ducts, gell? Na, ah, okay. Fluiduct. War nicht für extrem kalte oder heiße Flüssigkeiten geeignet. Die waren für alles die gehärteten. Braucht man da Blei und Invar. So. Invar und Blei. Na, ganz schnell gebaut die Teile. So. Na ja, natürlich genau falsch rum. Ach, das ist doch. Da ein Invar. So, jetzt. Zack. Klemmen wir einfach eine zweite Pumpe ran, da bin ich völlig schmerzfrei. Energieduct? Nee, brauchen wir nicht. Servo brauchen wir noch. Tank noch, genau. Und... Oh, nein, 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 nein. Nehmen wir denn? Warte mal. Moment. Da weiß ich es doch mal gar nicht mehr, das ist Wahnsinn. Nicht eins mehr. Ich will gerade noch ein bisschen Invar herstellen. Er ist schon wieder gleich leer. Ahn mit dir, so. Veröses, da haben wir doch 9 erstmal, so. Noch ein bisschen Invar herstellen, dann bauen wir noch eine zweite Pumpe daran. Ja, weil du siehst ja, die eine packt das gar nicht. Das Ding läuft komplett trocken. Ah ne, jetzt läuft er voll, weil der Tank voll ist. So, wenn wir den jetzt mal hier ranballern. Das ist der gehärtete. Warte mal, wo ist denn der große? Achso, den habe ich ja im Moment voll mit Lava geballert. Scheiße. Na egal. Nehmen wir den kleinen, was soll's. Bombs. So. Bombs. Servo. So. Kein Wetzelsignal und rein damit. So. Jetzt zieht er hier das Salzwasser raus. So. Kannst du mal gucken, wie schnell der das Wasser hier wegpresst. Wahnsinn. 21 Millibuckets pro Tick. Ja, und das jetzt gerade anfängt dunkel zu werden, geht die Hitze jetzt natürlich auch runter, die in der Anlage ist. Klar. So, einmal pennen gegangen, dass gleich wieder Tag ist, dass wir volle Sonnenstärke haben. So, siehst du, schon geht die Produktionsrate wieder hoch. Sehr schön. So, der verpresst das eimerweise, aber das ist gut. Was soll er machen? Wir brauchen nämlich nachher Salzwasser. Ja, also für Lithium ohne Ende. Das ist brutal, was das nachher wegfrisst. So. Den tragbaren Tank erweitern. Was braucht man dafür? Irgendwas rödelt hier gerade im Hintergrund. Na, ja, egal. So. Verstärken. Brauchen wir nur 4 gehärtetes Glas. Gut. Das Rezept kann ich ja mittlerweile auswendig. 2 Blei. So. Invar. Gut. Blei kann mit Invar nicht mehr legieren, so. Achso, dann ist nur das Problem, der zieht mir ja dann hier die Blöcke raus, ne? Ja, okay, müssen wir erst leer gießen, dann muss ich kurz die Servos auf Redstone schalten. Sonst zieht er mal hier die Obsidian-Blöcke direkt wieder raus, dann funktioniert das ja schon nicht mehr. So, dann upgraden wir kurz den Tank, dann können wir den wirklich schön voll ballern. Ja, dann kann der richtig lange rennen, dann klemmen wir da kurz eine zweite Pumpe dran und dann hat sich die Sache. So. Nehmen wir hier kurz Redstone. So. 1, 2, 3. So. Zack, so. Wir den kurz upgraden, wie gesagt, zweite Pumpe zusammenschrauben, dran klemmen, dann kann die schon mal rennen. Zack, so, das war's auch schon wieder. Können wir zurückstellen das Ganze. So.
Glas, Glas, Glas. Kurz den Tank holen. Es ist halt noch sehr viel Arbeit außenrum, ne? So, der ist nämlich schon voll, siehst du? Ich meine, die Anlage hat natürlich auch einen internen Tank, klar, aber der ist ja nicht endlos. So, die soll so lange produzieren, wie sie nur kann. So, Tank. Wupptisch. So, da passt jetzt schon was Vierfache rein, sehr gut. Was wäre die nächste Stufe? Jetzt drehen wir mal kurz durch. Der Resonante, ja, da würden 512 Eimer reinpassen, aber das kriegen wir jetzt nicht hin. Bombs. So, und schon kann er wieder vollpressen und weiter rennen. So, der produziert jetzt 24 Millibuckets Salzwasser pro Tick. Das Verhältnis ist, glaube ich, 1 zu 100? Ich weiß es gar nicht. Sieht man leider nicht hier drin. In der Wiki steht es drin. Ich glaube, das ist 1 zu 100. So, und genau, hier brauchen wir dann später Salzwasser zu flüssigem Lithium. Und das flüssige Lithium müssen wir dann nochmal umarbeiten. So. Ja. Verbrennt richtig Zeug hier. Gut. Brauchen wir auch. Ich glaube, das war 1 zu 100 das Verhältnis. Oder 1... Nee, ich meine, das war 1 zu 100. Bin mir nicht mehr sicher. So. Du bist noch die Blöcke am Schmelzen. Genau. Gut. So, den Ofen sollten wir mal upgraden, dass er schneller rennen kann hier. Aber gut. So, ich lasse mich wieder ablenken. Ich wollte bauen. Eine weitere Pumpe. Ein Redstone, weiß ich noch. 16 Glas wegen Tanks. So. Ich mache jetzt mal kurz eins. Ich upgrade den Redstone Ofen jetzt mal. Ja, jetzt gibt es Stau auf der Autobahn. Ist in Ordnung. So. Wie war das wieder? Invar und Elektrum. Könnten direkt auf Bewehr upgraden. Jetzt haben wir kein Obsidian mehr, ne? Haben wir da eine Kiste oder was? Gucken. Ja, genau 3. Passt doch. Perfekt. So. Machen wir kurz nochmal gerade das Glas, dann upgraden wir dann kurz 2 Level hoch. So, Schmelzerei ist ja leer. Blei. Elektron. 4. Invar. Hey, ich hatte doch aber Invar-Blöcke gegossen. Ja, wollte gerade sagen, ja, das doch. Wird noch extra ein bisschen gemacht. So. Da. Ich brauche erstmal ein Zahnrad. Warte mal. So, Elektron-Zahnrad. 4 Invar. Pam. Signalum. Haben wir keine Mischung mehr? Okay. Ein Eimer Redstone. 3 und 1 war das noch, ich weiß nicht mehr was. 3 Kupfer, 1 Silber. Okay, 3 Kupfer, 1 Silber. So. Zack. Mach jetzt erstmal den Ofen, dass der mal schneller rennen kann. Der Pulverisierer, den brauchen wir ja noch für manche Sachen. Später dann für die Stahlproduktion, da geben wir dann richtig Gas mit, weil da brauchen wir ja dann auch, Sachen mehr. Da brauchen wir dann auch so Scherze wie, massig Stahl und so ein Kram. Ne? Da können wir das dann problemlos machen. So, da und da. Kurz ein Eimer. Schmelzen, Eimer, so. Werden wir nach und nach alle upgraden, die Maschinen. Jetzt aber erstmal den Ofen. So. Ja, das Ding ist nämlich ganz voll. So, und davon werden wir massig brauchen. Deswegen, dann kann der hier schön durchknittern. So, jetzt habe ich natürlich keinen Ofen mehr. War clever. So. Warte mal hier, Zeit. So. Einmal da. Hat jetzt schon einen Energiespeicher und Platz für ein Upgrade. Upgrades packen wir gleich da rein. So, ich will den jetzt mal fertig upgraden hier. So, zack. Dann Redstone Signal. So. Dab. Nur fehlt noch ein Obsidian. Machen wir es denn da? So. Können wir dann später auch automatisieren eine Obsidian-Produktion.
wo wir dann einfach später